Das Buch Riyadus Salihin, An-Nawawi erwähnt am Anfang, dass er das für die Allgemeinheit geschrieben hat. Das heißt, es ist nicht wie die typischen Hadith-Bücher. Wer von euch in die Hadith-Bücher schon mal reingeblickt hat, der wird sehen, dass das allererste, was du darin siehst, sind die Überlieferungsketten. Die Hadith-Bücher, die klassischen Standard-Hadith-Bücher sind nicht nur Zitate, sondern das sind tatsächliche Überlieferungen. Das heißt, der Autor des Buches tradiert die Ahadith. Bei der Al-Arba'un, beim Riyadus Salihin haben wir das nicht. Das heißt, dieses Buch ist nicht ein klassisches Buch der Hadith-Überlieferung. Das ist ein Unterschied. Deswegen die Aussage, manchmal hört man in Gesprächen, dass die Leute davon sprechen, so und so überliefert in seinem Buch das und das. Und manchmal, wenn die Leute etwas beispielsweise aus dem Majmu' al-Fatawa zitieren von Ibn Taymiyyah, dann sagen sie, Ibn Taymiyyah überliefert, dass so und so sagte. Dieser Ausdruck ist aber nicht korrekt. Er zitiert. Der Unterschied zwischen Überliefern und Zitieren ist, dass beim Überliefern tatsächlich der Autor des Buches eine Aussage oder einen Text mit seiner Überlieferungskette tradiert bis zu der Person, der es zugeschrieben wird. Aber das ist hier nicht der Fall. Das Buch Riyadus Salihin ist kein Buch der Riwaya. Es ist einfach ein Buch, er zitiert Ahadith oder er hat selektiert. Er hat Ahadith aus den berühmten Hadith-Werken selektiert und ausgesucht.